ich dachte, der wäre reich. Ja, das ist ja nicht mehr. Langsamer. Guck mal, wie die Nase nach oben geht. Und der fliegt hier sehr schön langsam über den Platz. Also da kann man auch mal Zwischenapplaus für geben. Ich sag mal, im Alter lassen die Augen nach, da werden die Modelle größer, beim Werner ist das irgendwie andersrum. Also was die Flugzeuggröße angeht, ich glaube, die Augen werden trotzdem schlechter. Aber ein richtig riesig schönes kleines. Fast geneigt, die Fliegenklatsche auszupacken. Standdrehzahl ungefähr 30.000 Umdrehungen dreht und wenn man in der Luft mit Vollgas gibt, auch bis 120.000 Umdrehungen hoch. Die hat natürlich auch Durst und ich denke mal so in 5 bis 7 Minuten gehen wir ungefähr 4 Liter Kalorie durch. Und jetzt machen wir hier der Christian das. Wegschiebt, sehen Sie, er will schon gegensteuern, der Exakopter. Jetzt geht er wieder genau an diese Position zurück, wo er eben diesen GPS-Hold aktiviert hat. Also er zeigt das nochmal. Zack, er schwebt wieder auf diese Position genau zurück. Also das ist schon fantastisch, wie auch hier mit dieser GPS-Unterstützung wirklich das Ganze vorwärts getrieben wird von der Technik.